DPA, waren sie auch ein bisschen Japan am Montagabend? Die tapferen Underdogs waren gegen Belgien 2:0 in Führung gegangen, in Rostov am Don lag die Sensation in der Luft. Dann Anschlusstor, Ausgleich, und Sekunden vor der Rettung in die Verlängerung das Aus. Bitter. Keisuke Honda, L., tröstet seinen Teamkollegen Takashi Inui,